Erkelenz-Kückhofen. Am heutigen Samstagnachmittag, den 17. November 2018, gegen 15.30 Uhr, stießen zwei Ultraleichtflugzeuge in der Nähe des Ultraleichtflughafens an der Landstraße 19 miteinander zusammen. Der Flugunfall ereignete sich, als vom Kückhofener Flughafen ein 70-jähriger Pilot aus Jülich startete und sich ein 60-jähriger Pilot aus Hürth im Landeanflug befanden. In der Luft stießen die beiden Flugzeuge zusammen und stürzten anschließend in der Nähe des Flughafens in die Feldgemarkung zwischen der Ortschaft Berverath und der Landstraße 19. Zur Rettung der verletzten Piloten wurden auch ein Rettungshubschrauber sowie ein SAR-Hubschrauber angefordert. Leider kam für den 70-jährigen Piloten jede Hilfe zu spät und er verstarb an der Unfallstelle. Sein Flugzeug war bei dem Absturz in Brand geraten. Der schwer verletzte Pilot wurde nach notärztlicher Versorgung am Unglücksort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Unterstützung der Aufnahme des Flugunfalls wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Mitarbeiter der Heinsberger Polizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sind weiter im Einsatz. Wer Beobachtungen macht, die mit diesem Flugunfall in Zusammenhang stehen könnten oder den Zusammenstoß bzw. den Absturz gesehen und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 9200 zu wenden. Ich bin bereit, 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 ich bin bereit,